Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was jeder kennt, worüber aber nur wenige sprechen. Und zwar geht es um emotionale Gewalt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Anne, ich bin Kindheitspädagogin. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Elternkompass. Und schon einmal oder erst oder letzten Endes endlich mal ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ich weiß, ich habe jetzt eine Weile nichts gemacht. Ich wollte so ein bisschen Pause machen von sozialen Medien. Im Dezember wollte ich schon längst dieses Video jetzt dann doch trotzdem drehen, aber ich war dauerkrank und deswegen ja, starten wir einfach im neuen Jahr mit diesem ja doch wichtigen und ernsthaften Thema letzten Endes. Nämlich es geht einmal um emotionale Gewalt. Ja, es geht darum, was ist denn emotionale Gewalt, wie ja, spaltet sie sich ab von körperlichen Gewalt, was sind denn vielleicht die Ursachen und Folgen von emotionaler Gewalt und wie kommen wir da wieder raus, quasi. Ich starte mit einem kleinen Zitat von Astrid Lindgren. Sie hat einmal gesagt, Kinder sollten Respekt vor ihren Eltern haben, aber Eltern sollten auch Respekt vor ihren Kindern haben. Und ja, dieses Zitat ist eigentlich ein guter Aufhänger für das Thema emotionale Gewalt. Denn emotionale Gewalt kommt viel, viel häufiger vor als körperliche Gewalt, wird allerdings leider auch viel mehr geduldet als körperliche Gewalt und sie schleicht sich viel mehr rein. Also es ist manchmal gar nicht so leicht zu bemerken, dass man sich selber im Ton vergriffen hat zum Beispiel oder dass man emotionale Gewalt ausübt, weil viele Sachen, worüber ich jetzt auch noch gleich sprechen werde, irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gang und gäbe waren und dort noch gang und gäbe sind, die dem Kind allerdings überhaupt gar nicht gut tun oder nicht nur Kindern. Emotionale Gewalt tut ja niemandem gut, aber wir reden hier natürlich überwiegend oder hauptsächlich geht es ja um die Kinder hier auf meinem YouTube-Kanal. Ganz wichtig vorab, ich möchte hier mit diesem Video niemanden anklagen, niemanden beschuldigen, niemanden blöd darstellen. Ja, mir ist es einfach wichtig, das Thema aufzugreifen, gerade weil es so sich so ja, einfach reinschleicht in unsere Gesellschaft, in unseren Umgang mit uns und mit unseren Kindern. Deswegen mache ich hier dieses Video. Emotionale Gewalt, was ist das überhaupt? Du kannst es auch mit seelischer Gewalt übersetzen. Und ist quasi ja, fast schon das Gegenteil von der körperlichen Gewalt. Ne? Körperlich betrifft halt den Körper. Ja, wenn wir jemanden schlagen oder hauen oder schubsen oder treten oder wie auch immer. Emotionale Gewalt hingegen ja, betrifft die Seele, betrifft die Gefühle, Gedanken, die Emotionen und ist quasi unsichtbar. Und das ist das Schwierige, das warum oder der Grund letzten Endes, warum emotionale Gewalt in unserer Gesellschaft akzeptiert wird und manchmal auch als gar nicht so schlimm erachtet wird, im Gegensatz zur körperlichen Gewalt. Tatsache ist es so, dass haben Studien mittlerweile herausgefunden, dass die gleichen Gehirnareale stimuliert werden, wenn man emotional angegriffen wird, ja, durch Worte oder durch Nichtgesagtem, ja, durch Schweigen, durch Bestrafung, durch Drohungen, werden die gleichen Gehirnareale stimuliert wie bei körperlicher Gewalt. Also sprich, nichts davon ist besser oder weniger gut oder schlimmer oder schlechter. Es ist letzten Endes das gleiche in Grün, nur leider ist emotionale Gewalt unsichtbar. Emotionale Gewalt hat letzten Endes das Ziel, sein Gegenüber klein zu machen, sein Selbstwertgefühl zu mindern, um sich selber stärker zu fühlen. Es geht letzten Endes, wie so häufig leider bei uns Menschen, um Macht und um Missbrauch, um Kontrolle. Körperliche und emotionale Gewalt bedingen sich letzten Endes ein Stück weit gegenseitig. Also meistens ist, bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, sind häufig vorher Gedanken, Gefühle, Worte mit im Spiel, geht es eigentlich eher um emotionale Gewalt. Das ist manchmal so eher der erste Schritt, auch schon allein, weil da die Hemmschwelle geringer ist, ja, jemanden mit Worten zu beleidigen als mit Taten letzten Endes. Ja. Sieht man auch heutzutage im Internet, wie sich ja, Menschen, ob groß oder klein, aber schon Kindes- und Jugendalter, mit Worten ja wirklich ganz, ganz, ganz mies beschimpfen. Ne, Cybermobbing und auch letzten Endes
es allgemein ja dann auch weitergeht in der Schule mit einem normalen Mobbing sozusagen, ja. Genau, das ist letzten Endes der Vorreiter. Und dann kommt es Tatsache sehr häufig dazu, dass die Menschen, die Opfer einmal waren oder sind, ne, wenn ein Kind Opfer ist, wird es irgendwann auch zum Täter, ja, weil es irgendwann dieses Rachegefühl hat oder dass es sich das nicht mehr gefallen lassen möchte und jetzt mal richtig zeigen möchte, wie stark und ja, gewalttätig, wie auch immer ich bin sozusagen. Und deswegen ist häufig emotionale Gewalt eine Vorstufe der körperlichen Gewalt. Zusätzlich kann emotionale Gewalt den Körper beeinflussen. Ja, ich habe schon mal ein Video über Gefühle gemacht, Gefühle und Emotionen. Ja, also wenn es uns nicht gut geht, emotional, seelisch, wenn uns da ganz schlimme Sachen passiert sind oder auch letzten Endes was Schlimmes und was nicht, da hat jeder, es ist ja alles sehr subjektiv, ja, da können wir gar nicht objektiv bleiben. Für jeden ist etwas anderes schlimm. Aber wenn jemand seelische Gewalt erfahren hat, dann kann das irgendwann auf den Körper übergehen. Ja, dann klagen diese Menschen über Bauchschmerzen, über Rückenschmerzen, über chronische Erkrankungen, bis hin zum Krebs ist alles möglich, leider. Ja, und deswegen ganz, ganz wichtig, emotionale Gewalt ist unglaublich, es hat verheerende Auswirkungen, ja. Also es hat Auswirkungen auf, wie gesagt, natürlich die seelische Gesundheit, ja. Menschen, die oder Kinder, die bestraft worden sind viel, die mit Schweigen bestraft worden sind, die ausgegrenzt wurden, ob es Familie ist oder Kinder untereinander, leiden eher unter Depressionen, unter Aggression, ja, bleiben häufig entweder in dieser Opferhaltung, ich habe ein so schlimmes Leben, ich kann nichts dran ändern, alles ist so ungerecht und ich kann nichts machen, ich kann ja auch gar nichts dafür, das ist die Opferhaltung. Andere gelangen eher in die Täterhaltung, ja. Die wollen sich rächen und die wollen jetzt, dass endlich Schluss ist damit. Und deswegen werden sie eher dann zum Täter zum Beispiel. Ich glaube auch, dass jedes Kind einmal Opfer von emotionaler Gewalt war und ist. Also ich glaube, da wird sich auch leider gar nicht so viel dran ändern. Ich versuche hier nur mit diesem Video ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Denn schon allein Drohungen und Strafen ist eine Form von emotionaler Gewalt oder ist emotionale Gewalt. Wenn Kinder bestraft werden oder ihnen gedroht wird, wenn man sagt, wenn du das tust, dann kriegst du heute keinen Gute-Nacht-Kuss, dann nehme ich dir den Fernseher weg, dann wie auch immer. Also Drohungen sind schon emotionale Gewalt. Und Strafen genauso, ja, wenn Kinder auf Stubenrest haben oder nicht mehr mit ihren Freunden spielen dürfen, bis sich die Noten verbessert haben. Ja, das zerbricht etwas in einem Kind. Ich habe dazu auch schon ein langes Video gemacht, also schau da auf jeden Fall nochmal rein zum Thema Strafen und Drohungen und was das für Auswirkungen hat. Und deswegen habe ich auch am Anfang gemeint, es ist so ein bisschen subtil, dieses Thema emotionale Gewalt, weil viele wissen gar nicht, dass das emotionale Gewalt ist, wenn sie ihren Kindern etwas, ja, in dem Sinne verbieten, das wissen viele nicht, weil mit ihnen wurde es genauso gemacht. Oder sie sagen sich, ja, sonst anders lernt das Kind es ja nicht, es muss ja gesellschaftsfähig sein, es muss ja sich ja anpassen können und ich will ja nur sein Bestes. Aber ja, emotionale Gewalt ist sicherlich nicht das Beste für ein Kind, ja, im Gegenteil. Ja, denn das, was ein Kind hört, aus oder mitbekommt aus einer Strafe oder aus einer Drohung, ist ja letzten Endes, dass ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht oder ich bin zu dumm, ich bin zu blöd und ich genüge einfach nicht. Ja, das ist das, was ein Kind für sich mitnimmt, filtert quasi und das tut der Seele nicht gut. Ja, das geht an das Selbstwertgefühl. Und dann haben wir wieder ganz viele Menschen, die einfach, sich entweder aus Gehorsam irgendwie anpassen, aber kein glückliches und erfülltes Leben haben oder eher Menschen, die in eine aggressive Richtung gehen. Genau, also Drohungen und Strafen gehören Tatsache zum Thema emotionale Gewalt. Die Vorstufe emotionaler Gewalt sind letzten Endes Gedanken, ja? Denn Gedanken führen zu Gefühlen, zu bestimmten Gefühlen und Gefühle folgen oder den Gefühlen folgen wieder Handlungen. Es gibt da schon so ein schönes Zitat zu, vielleicht kennst du das schon. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn es wird dein Schicksal. Ja, also achte erst einmal auf deine Gedanken als Elternteil, als Pädagoge. Denn es kann jetzt zum Beispiel sein, dass ihr sitzt gerade am Essenstisch und dein Kind hat zum fünften Mal diesen Wasserkrug umgeworfen, umgeschmissen. Und du denkst dir, sind wir bei den Gedanken, du denkst dir, oh Mann, dieses Kind, das ist so tollpatschig. Ja? Weil du bist vielleicht gerade genervt und es ist auch alles okay. Also das geht nicht darum, dass du immer tolle Gedanken hast, weil das, glaube ich, das funktioniert nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns den Gedanken gegenüber bewusst werden, ja? Also unsere Gedanken bewusst machen. Okay, also wir denken, oh, dieses Kind, das ist so tollpatschig. Irgendwann denkst du dir so, oh, das macht es doch mit Absicht. Das kann doch jetzt nicht sein, dass es schon wieder diesen Wasserkrug umgeworfen hat, ne? Und irgendwann explodierst du und sagst es auch und sagst, also sprichst deine Gedanken laut aus und ne, meckerst vielleicht dein Kind an und das kann doch nicht sein, reiß dich doch mal zusammen, schau doch mal hin, wo du hingreifst und es kann doch nicht sein, dass es dir zum fünften Mal passiert, du bist so tollpatschig. So. Da hast du dann schon mal ein kleines Du bist deinem Kind vermittelt und das Kind hört, ich bin tollpatschig. So, super Glaubenssatz, ich glaube, damit rennen viele durch die Welt, ich bin tollpatschig, ich bin schusselig und ich kriege hier nichts gebacken, mein ganzes Leben ja, ich kann ja auch nichts dran ändern. Ich bin so, ja, das hat mir meine Mama damals gesagt, ich bin tollpatschig, ja. Und das Spannende ist, das, was wir über uns glauben, das strahlen wir auch nach draußen aus. Also wir bestätigen uns letzten Endes wieder darin, dass wir tollpatschig sind und ja, vergessen die Schlüssel und vergessen das Treffen oder rennen ständig irgendwo gegen, ja. Also achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte, ja. Und wenn Worten Handlungen ja folgen, dann kann das sein, dass in so einer Situation, ne, du hast ausgesprochen, du bist so tollpatschig und guck doch mal hin. So, und jetzt, weil es mir reicht das so und du musst es ja auch nochmal spüren, so nach dem Motto, ich brauche jetzt hier nochmal was Greifbares. Deswegen kriegst du heute Abend keine gute Nachtgeschichte, ne? Weil du hast es ja auch bestimmt mit Absicht gemacht, ja. Also solche Gedanken kommen ja dann häufig und solche Floskeln kommen ja auch aus uns ungefiltert heraus, ja, weil wir die selber früher gehört haben. Und das Spannende ist, dass in den ersten 7 Lebensjahren alles, was ein Kind in den ersten 7 Lebensjahren hört, das geht ungefiltert ins Unterbewusstsein. Ja, also all das, was du deinem Kind in den ersten 7 Jahren, Lebensjahren sagst, das glaubt es. Ja, und das aber nicht mal bewusst, zum Teil eher unbewusst, ja. Es ist davon innerlich irgendwie überzeugt, das ganze System ist überzeugt, dass es nicht gut genug ist, dass es nicht hübsch genug ist, nicht schlank genug ist, nicht gut genug ist, nicht klug genug ist, was auch immer, ja. Dass es nervt, dass es anstrengend ist, dass es dich enttäuscht oder was auch immer. Das glaubt ein Kind. Weil ein Kind würde niemals seine Eltern in Frage stellen, ja. Davon hängt das Leben hängt ja von den Eltern ab. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auf unsere Gedanken und auf unsere Worte zu achten. Und Worte sind halt so unglaublich mächtig. Ja, das unterschätzt man so sehr. Aber du kannst ja auch mal für dich schauen, was möchtest du denn hören? Also wie geht es dir, wenn man dich irgendwie angreift oder nicht mehr mit dir redet? Ja, also Schweigen ist auch eine Form von emotionaler Gewalt. Dass man quasi drüber weggeht, man hatte zum Beispiel gerade einen Streit mit dem Kind oder hat das irgendwie gerade zurechtgewiesen, wie auch immer das aussah, hat sich ungerecht verhalten. Und dann ist es so, dass es dir vielleicht auffällt, vielleicht ist es dir unangenehm. Aber redest jetzt lieber nicht darüber, weil du willst das nicht mal nochmal aufbauschen, das Thema. Oder du willst nicht, dass dein Kind sieht oder dein Partner sieht, dass du dich ja ungerecht verhalten hast. Und das Kind ungerecht behandelt hast zum Beispiel, ja, dann ist es so, dass du sagst, ich rede da jetzt einfach nicht mehr drüber. Ja? Schweigen können wir Deutschen sowieso sehr gut, ja, irgendwelche Sachen verheimlichen und unterm Teppich kehren, da reden wir nicht drüber, ist ja ganz gefährlich. Wir haben ja Angst vor Konflikten und sowas alles. Ja, letzten Endes ist da das wie das Problem, du trägst es ja trotzdem mit dir. Also es ist wichtig, dass man darüber redet und es ist auch wichtig, dem Kind zu sagen, das war verkehrt von mir. Ja, also wenn mal irgendwas ist, wenn man sich mal nicht korrekt verhält, dann ist es wichtig, mit dem Kind danach nochmal zu reden, damit dieses Kind auch diese Last nicht mit sich trägt, ja.
Und damit auch das Kind sieht, okay, meine Eltern sind auch nicht perfekt. Wie gut, ja Gott sei Dank, wäre ja schlimm, wenn ihr alles richtig macht und euer Kind muss in diese Fußstapfen treten. Genau, erschreckenderweise ist es Tatsache so, dass ich habe mal ein bisschen recherchiert, seit wann es auch eine körperliche Gewalt ist, ja letzten Endes verboten. Emotionale Gewalt, davon ist jetzt noch nicht so ganz so viel die Rede. Und im BGB ist das Tatsache auch vermerkt. Und zwar steht da, dass, und das ist auch sehr erschreckend, erst seit dem Jahr 2000, ja, also vor 22 Jahren, ist körperliche Gewalt ins bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden, dass das verboten ist, dass man das nicht machen darf, dass ein Kind Recht auf Unversehrtheit hat. Ja, also genau genommen steht dort im Paragraph 1631 Absatz 2: Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ja, also seelische Verletzungen sind schon mal drin. Das ist schon mal gut. Wenn man sich allerdings jetzt anschaut, was erlaubt ist, dann muss ich sagen, eher sind seelische Verletzungen offensichtlich doch in Ordnung, laut BGB. Als zulässige Erziehungsmittel kommen demzufolge beispielsweise noch in Betracht Ermahnungen, Erklärungen, Verweise, das Kürzen von Taschengeld, Fernsehverbot, das zeitweilige Verbot von Lieblingsspielen und Spielgeräten, Ausgehverbote oder das festere Packen am Arm, um Gefahren zu vermeiden. Okay, das ist schützende Gewalt, ja, muss ich auch sagen. Wenn wir ein Kind vor einer Gefahr schützen wollen und dann übergriffig reagieren oder es wegzerren, okay, wenn wir damit sein Leben retten, dann redet man danach mit dem Kind und es sich erschrocken hat, sowohl vor der Gefahr selbst als auch, dass Mama oder Papa dich auf einmal so gepackt hat. Ja, einfach drüber reden, okay. Ne, das klammere ich jetzt einfach mal aus. Aber das andere, das ist auch wieder einfach, es sind wieder Strafen, es sind wieder Konsequenzen, es ist eine Konditionierung, ja, und das ist kein freies Leben eines für ein Kind. Ich möchte etwas, bevor ich auf sozusagen eine Lösungsidee eingehe, kurz nochmal etwas vorlesen, und zwar von Astrid Lindgren. Das hat sie, die hat ja damals die Rede gehalten, 1978. Niemals Gewalt. Es geht schon, glaube ich, mehr um körperliche Gewalt, aber wir können das trotzdem sehr gut auf die seelische, emotionale Gewalt beziehen. Es sind immer auch einzelne Menschen, die die Geschicke der Welt bestimmen. Warum aber waren denn nicht alle gut und besonnen? Warum gab es so viele, die nur Gewalt wollten und nach Macht strebten? Waren einige von Natur aus böse? Das konnte ich damals nicht glauben und ich glaube es heute auch nicht. Die Intelligenz, die Gaben des Verstandes mögen zum großen Teil angeboren sein, aber in keinem neugeborenen Kind schlummert ein Samenkorn, aus dem zwangsläufig Gutes oder Böses sprießt. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst, oder aber zu einem gefühlskalt destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist. Je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun. Überall lernt man nur von dem, den man liebt, hat Goethe einmal gesagt, und dann muss es wohl auch wahr sein. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben lang. Das ist auch dann gut, wenn das Kind später nicht zu denen gehört, die das Schicksal der Welt lenken. Sollte das Kind aber wider Erwarten eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und nicht durch Gewalt. Ja, also letzten Endes, es geht hier ganz viel um Liebe und Liebe ist was Emotionales, und wenn wir mehr Liebe und mehr Mitgefühl unseren Kindern schenken, ja, dann könnte auch diese Welt eine etwas bessere sein. Und wie Astrid Lindgren hier sagt, wenn diese Kinder die Liebe bekommen haben, auch später eine Position erfüllen, die zum Beispiel in der Politik oder als Chef oder als Leitung, als Führungskraft, ja, dann könnte diese Welt eine bessere sein. Also davon bin ich tatsächlich überzeugt. Welche Mittel, welche Wege gibt es denn? Also es gibt einmal, ich hatte auch da schon mal zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation
in meinem Video Strafen und Drohungen, ja, so ein bisschen was über gewaltfreie Kommunikation gesagt. Und das würde ich hier immer wieder wiederholen. Gewaltfreie Kommunikation ist ein sehr, sehr guter Weg, um die Menschen zu verbinden und auch um auf Strafen und Drohungen verzichten zu können. Oder zu verzichten, ja. Ich werde hier nochmal eine Buchempfehlung mit reingeben über gewaltfreie Kommunikation. Ich möchte heute auf die 5 Säulen der Gewaltlosigkeit nach Mahatma Gandhi einmal drauf eingehen oder die vorstellen. Seiner Meinung braucht es 5 Säulen, die da heißen Respekt, Verständnis, Akzeptanz, Wertschätzung und Mitgefühl. Respekt, erinnere dich bitte an mein Eingangszitat, Kinder sollten Respekt vor den Eltern haben, Eltern aber auch Respekt vor ihren Kindern. Respekt bitte nicht verwechseln mit Angst. Ja? Viele sagen, ja, mein Kind soll ja auch Respekt den Menschen gegenüber haben und schlagen es deswegen oder drohen es oder beschimpfen es oder machen es klein. Respekt hat nichts mit Angst zu tun. Ja? Wenn Kinder angeschrien werden, dann handeln sie vielleicht gesellschaftsfähig, ja, sagen wir, weil sie sich nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen oder selber zu denken. Dann handeln sie aber aus Angst, ja, und nicht aus Liebe. Respekt ist ja letzten Endes eher etwas, dass wir Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Kinder so annehmen, wie sie sind und das, was sie tun, auch respektieren. Das muss nicht immer heißen, dass es gut ist, ja, dass das Verhalten gut oder angemessen war. Ja, wenn es ein anderes Kind hauen, dann ja, kann man jetzt nicht sagen, toll gemacht. Aber dass wir trotzdem den Kern, ja, dass unser Kind, unsere Kinder respektieren, dass sie eigenständige Wesen sind, eigene Gefühle, Gedanken haben, ja, und wir sie darin begleiten. Zum Thema Respekt und Verständnis hat Mahatma Gandhi das ungefähr so gesagt, dass Respekt und Verständnis für andere entwickeln, egal woher der Mensch kommt oder wie er aussieht. Also so beschreibt er das, was Respekt und Verständnis ist, dass wir dieses entwickeln, egal, woher der Mensch halt kommt. Verständnis beruht darauf, zuzuhören. Höre also wirklich deinem Gegenüber zu. Schau es an, dein Kind, und höre zu, was es gerade zu sagen hat. Damit wir, also A, so gehst du respektvoll mit deinem Kind um und so lernt es Respekt, ja, weil dann wird es genauso mit dir und mit anderen Menschen umgehen. Und ja, hab Verständnis für seine Lage, für seine Situation. Und hilfreich ist es dann, dass man sich in die Situation des Kindes ja auch hineinversetzt. Ja, also wie hat es sich denn gerade gefühlt? Wie geht es ihm denn gerade? Ja, wenn es das vielleicht selber noch nicht so ganz verbalisieren kann, je nach Alter des Kindes. Ja. Mahatma Gandhi hat noch einmal gesagt, harte Worte, Schläge oder Mauern haben nichts mit Verständnis zu tun und führen zur Herabwürdigung und Krieg. Ja, würde ich, also könnte ich auch nur so unterschreiben, ja. Krieg wird nicht mit Krieg besser. Und ja, Mauern verbinden, nicht Mauern trennen. Genauso wie Grenzen. Akzeptanz bedeutet, eine andere Sichtweise nicht nur zu respektieren, ja, sondern zu akzeptieren. Ja, es bedeutet auch etwas oder einer Situation oder einer Meinung anzunehmen, ja, und sie also zu integrieren. Also zum Beispiel ist dein Kind 14 Jahre alt und will sich jetzt vegan ernähren. Und dass du es jetzt, diese Situation zu dulden, wäre jetzt zum Beispiel, dass man sich immer wieder darüber aufregt, oh, das ist nervig, jetzt kann ich ja gar nichts mehr kochen für mein Kind. Oh, ist das nervig. Nö, du kannst selber mal schauen, wie sie damit zurechtkommt und muss sie selber was machen. Ja, also solche Gedanken oder auch Äußerungen, die man halt hat, das ist eher ein Dulden. Akzeptanz heißt, okay, vielleicht findest du es nicht so cool. Also vielleicht sagst du, nee, man muss doch auf jeden Fall Fleisch und Milch oder Eier essen, sonst wirst du nicht gesund. Aber du sagst, okay, ich kann das ist gerade dein Weg, mein Kind. Ich akzeptiere das. Ich mache es für mich anders. Aber weißt du was? Wir wollen am Wochenende was Leckeres zusammen essen und kochen. Wie wär's? Du bringst ein Rezept mit und wir machen das mal gemeinsam, ja? Dass du das integrierst. Oder das Hobby. Ne? Du findest zum Beispiel das Hobby deines Kindes, denkst du so, oh,
Hätte ich jetzt nicht so gern gewollt. Ich hatte was anderes für dich vor, ja, aber bedenke, jedes Kind ist ein Individuum und hat einen ganz eigenen Plan. Und es ist nicht der Plan immer der Eltern und das ist auch gut so. Ja, aber dass man das trotzdem integriert und zu den Veranstaltungen dieses Hobbys, wenn Wettkämpfe oder Spiele sind, wie auch immer, dass man da hingeht und sagt, ich möchte dabei sein, wenn mein Kind natürlich diesen Auftritt hat, zum Beispiel, ja. Na, und die letzte Säulen oder die letzten zwei Säulen sind Wertschätzung und Mitgefühl, weil diese Säulen einfach oder diese Eigenschaften einfach zu einem glücklichen und erfüllten Leben beitragen, ja, zur Harmonie und zur Leichtigkeit. Und ja, Wertschätzung, Mitgefühl ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, das wir den Kindern gegenüber haben und es ihnen mitgeben, damit sie es weiter in die Welt tragen können. Zum Abschluss möchte ich gerne noch mal etwas vorlesen, und zwar aus Astrid Lindgrens Rede nochmal, Niemals Gewalt. Die war sehr lang und ich habe jetzt nochmal einen Auszug rausgezogen, wo es tatsächlich eher um die körperliche Gewalt geht. Aber du kannst es sehr gut für dich transformieren, einmal umwandeln in die emotionale Gewalt. Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses, wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran. Aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte. Die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen. Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind muss gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun, und das kann sie ja auch mit einem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in den Arm und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Board in der Küche und dort blieb er liegen, als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt. Worte können genauso hart sein wie dieser Stein. In dem Sinne, fühl dich verbunden und bis ganz bald. Ciao, deine Anne.